Zack. Bevor die hier irgendwie die ganzen Blutspuren entdecken. Nein! Geh aus! Geh aus! Ja! What the fuck? Nein, 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 nein! Oh, Scheiße! Wie hab ich das denn jetzt angestellt? Lol? Haben wir jetzt vor allen Dingen einen unserer Schuhe verloren? Sieht irgendwie so danach aus, als ob wir irgendwie. Warte mal. Inventar. So, aber 8 bringen. Ach, das ist nur für einen Fuß. Ach, da ist auch nur einer abgebildet. Okay. Das sah nur gerade so aus, als ob wir irgendwie einen verloren hätten. Mir ist das vorher gar nicht so aufgefallen. Okay. Kriege ich über den auch nähere Informationen? Nee. Hier oben in diesem Turm nicht einer drinne? Doch, da ist einer. Da ist auch noch eine. Und da drüben eventuell. Gut, wir räumen den Hof noch leer und dann hauen wir ab, würde ich sagen. Die Frage ist, ist er jetzt ein Zeuge oder nicht? So. Alter, what? Okay. Okay, was kann man damit machen? Aufschließen! Warum in 3 Teufelsnamen sollte ich das tun? Egal. Okay, ich wollte das nicht. Ich wollte es nicht. Ich wollte es. Ich muss noch ganz kurz heilen, deswegen renne ich hier bis quer durch die Gegend. Weg oder ein Tiger oder was immer das war. Oh, falsche. Und wo kommen denn die ganzen Stimmen hier? Ist ja nur noch eher übrig, ne? Also was, ich stelle mich den jetzt einfach mal.
kann ich mit dir reden? Du bist befreit. Lauf. Okay, irgendwie will der nicht. Nicht. Wieso brennt mein... Lol. Hä? So, hatte ich hier nicht schon geplündert? Löwenfangzahn. Ich bin jetzt sehr gierig, indem ich das hier mache, aber naja. Guckt natürlich hierher, das ist natürlich nicht so doll, aber warte mal, ich kann natürlich den anderen hier hinten hinloggen. Kann doch nicht normal sein. Und da dürfte er dann außer Sichtreichweite sein, von dem, der da oben auf diesem Teil steht. So, Icarus entdeckt wieder da drüben noch was. So, da sind zwei. Ansonsten ist ja gar nichts. Das wollte ich nicht. Das kann ich auch machen. Fackel aufheben, okay. Ah, okay. So hätte ich ihn kicken können. So habe ich nämlich eben gesucht. So. Wir nehmen natürlich alles mit. Also komm Leute, wir haben jetzt hier so viel freigeschalten. Dann können wir hier auch komplett leer kriegen. Also was mache ich mit diesen Dingern hier? Ich kann sie aufheben und absetzen, aber kann ich sie auch werfen mit irgendeinem. Was war denn da drinne? Olivenholz.
Er ist die letzte Wache, ne? Jo. Mein Zeus, der Zyklop macht keine halben Sachen. Nee, definitiv nicht. Alter, hier ist noch ein Löwe. Nee. Sorry, wenn ich die Tasten immer noch mal ein bisschen verwechsel. Das ist noch alles sehr neu, die Steuerung. So. Ja, dann hätten wir ihn doch erfolgreich komplett leer geplündert, würde ich sagen. Das finde ich ist eine ganz gute Sache. Auch um diverse Drachmen haben wir ihn erleichtert. Da ist er. Zack. Aufgesetzt und da oben müssen wir hin. Vorwärts. Los. Oh, oh, oh. So, du bist ja nicht weit gekommen, ne? Das ist von hier aus beobachtet, oder? Vorsichtig! Weißt du, wie viele Wachen dort waren? Das alles für einen Stein. Dieser Stein ist mehr wert als ein Haus. Aber trotzdem nicht genug, um den Zyklopen zu bezahlen. Oh, sei nicht enttäuscht. Denk an den Spaß, den wir hatten. Ich wollte gerade fragen, das denn zu Spaß? Genau. Dein Spaß, mein Blut. Du musst aufhören, mich in sowas hineinzuziehen, Markus. Es funktioniert, das verspreche ich dir. Würde ich dich anlügen? Soll ich das beantworten? Nimm das Auge, aber verkauf's noch nicht. Niemand wird glauben, dass wir es rechtmäßig erhalten haben. Die wissen genau, wem es gehört. Schön. Besser in deiner Tasche als in seinem Besitz. Ich denke, das reicht für einen Tag. Chere, Markus. Warte, da war ein Boot, das ich noch nie gesehen habe. Und? Es war viel zu gut für diese dreckige Stadt. Das muss der Zyklop mit seinen Freunden sein. Er ist zurück? Du gönnst mir einfach keine Pause, oder? Erledige sie. Dann hast du ein Problem weniger. Außerdem sehen diese Fremden so reich aus wie Krösus. Der Zyklop bezahlt sie gut. Und du kannst nur gewinnen. Es kann ja nicht schaden. Was habe ich schon zu verlieren? Du? Du verlierst nicht, da bin ich sicher. Und wo sind sie? In einem verlassenen Haus an der Ostküste. Wer weiß, was sie für Reichtümer in ihrem Versteck horten. Schick sie in den Hades, dann nimm alles mit, was du finden kannst. Wir werden reich! Oh, genau. Wo genau ist die Ostküste? An der Ostküste. Kannst du etwas genauer sein? Wenn ich mich richtig erinnere, sind sie in einem verlassenen Haus, bei einem Wäldchen, südlich von Sami. Jetzt aber schon sehr genau beobachtet, oder?
Okay, was glaubst du, woher diese Männer kamen? Und wenn diese Besucher nicht von Kefalenia kommen, woher kommen sie dann? Sicher ist nur, dass Kefalenia der letzte Ort sein wird, den sie jemals sehen. Ist klar. Ja, aber einen Teil dieser Reichtümer behalte ich. Das ist nicht verhandelbar. Nicht einmal eine Drachme für den Mann, der dich geschickt hat? Der Rest wird deine Schulden abbezahlen. So oder gar nicht. Oh gut, schön. Jetzt zeig diesem Fremden, was es bedeutet, Kefalenierin zu sein. Bluten oder bluten lassen. Auge um Auge, Quest abgeschlossen. Wunderbar. Und wir sind Stufe 4. Das heißt, bald können wir es dann tatsächlich auch mal mit diesen Attentäter auf sich nehmen. Ostrakon-Rätsel finden. Der sitzt hier einfach in seiner Einfahrt rum. Naja. Hier vorne war noch ein Questgeber, glaube ich. Den würde ich gerne miterfüllen. Ach, das ist jetzt nicht Phoebe? Wie lief es mit Markus? Wie es immer läuft. Ich habe mein Geld nicht bekommen und erledige seine Aufträge. Warum lässt du dich von ihm rumschubsen? Ja. Ich schulde ihm noch etwas. Von früher. Oh, hast du dir Drachmen geliehen? Nicht diese Art Schuld. Nur wenige würden eine Ausreißerin aufnehmen, die sie beim Stehlen erwischt haben. Ich war noch ein Kind. Ah, ich bin nur ein Kind und ich sorge ganz gut für mich selbst. Was willst du, Phoebe? Kennst du Kausos? Die Stadt auf der anderen Seite der Insel? Warum? Die Leute dort sind krank. Meine Freundin Kina auch. Sie leiden an einem Brennfieber. Man sagt, es sei ein Fluch und nur die Götter könnten sie retten. Wie gesagt, ich bin keine Göttin. Aber Ikaros ist ein Vogel. Das heißt nicht, dass du nicht helfen kannst. Ach, na schön. Ich sehe es mir an. Das Brennfieber. Questverfolgung. Da. Wie gesagt, müssen wir das mal jetzt lieber als gleich wieder die nächsten Leute töten. Da. Brennfieber. Hier steht auch irgendwas in Rot. Das Ziel ist zurzeit eine Stufe über. Achso, das ist der Datentäter. Da. In diese Richtung. Gucken wir mal, wie weit sie zu Fuß kommen. Oh, ist das schon wieder die Hafen? Das ist die Hafenstadt, an der wir ganz am Anfang mal waren. Wo ich mal sagte, da gibt es garantiert einen Quest zu. Hier geschlafen sogar nachts. So geil. So. Okay. Bringt sie weg. Ihr Mörder! Mörder! Ich würde gerne reden. Wenn die Götter euch nicht helfen, müssen wir die Krankheit mit eigener Hand bezwingen. Uns bleibt keine Wahl. Hilf uns! Er lässt uns nicht gehen! Was ist hier los? Kausos griff die Seuche um sich. Die Leichenberge wurden zu groß. Die Krankheit breitete sich aus. Wir mussten eingreifen. Sie haben unsere Brüder getötet, die Nachbarn. Wir haben den Überfall überlebt und nun will er uns töten. Die Götter haben uns verlassen. Die Kranken müssen zu den Toten, wenn wir leben wollen. Oder will der wissen, dass die jetzt krank sind, nur weil die hier leben?
Okay, ich glaube nicht, dass ich helfen kann. Oh, nur das ist sich anders. Warum habt ihr alles niedergebrannt? Ihr habt den ganzen Ort niedergebrannt? Wir beteten viele Nächte vergebens. Wir mussten handeln und das Brennfieber aus Kausos tilgen. Dem ich so brannt habe, das brennt. Na egal. Gibt es keine Hoffnung auf Heilung? Nichts hat geholfen. Weder Opfer noch Gebete. Die Heiler wollen nicht kommen. Die Soldaten lassen uns nicht gehen. Die Götter erhören uns nicht. Moment. Ich kann denen nicht helfen? Aber ich weiß gar nichts über die Seuche. Und du kannst auch nichts tun. Nein! Doch wenn du dich einmischst, müssen wir den Willen der Götter verteidigen. Rette uns vor ihm! Hab Mitleid! Wir sind gar nicht so krank! Wir werden gesund! Niemand wird gesund! Glaube mir, nur auf diesem Wege wird sich Kefalenia vor der Auslöschung retten können. Bitte! Wir haben Kinder! Denkt an sie! Noch hast du die Gelegenheit umzudrehen, Söldnerin. Ja, ich würde sagen, das ist ein guter Cliffhanger für ein Folgenende. Ich weiß, ein bisschen mies. Und währenddessen überlege ich mir mal, ob ich sie leben lasse oder ob ich ihnen helfe. Und das Ergebnis davon erfahrt ihr dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und Hummel, Hummel, Moss, Moss.